glaube ich. Ist das gerade dein Ernst? Hast du das gerade gegen mein Fenster gebabbelt? Wo ist die Bubble hin? Hallo? Hallo Bubble? Ich kann sie nicht mehr finden. An der Wand? Oh, das tut weh. Ich hasse dich, ich hasse dich. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Und heute testen wir wieder virale TikTok-Hacks. Einfach diese Dinge, die man die ganze Zeit auf TikTok sieht und einfach bei jedem einzelnen TikTok darüber noch mehr Lust bekommt, es auch auszuprobieren. Diese TikToks sind nicht nur mega cool, sondern sie machen auch ziemlich hungrig. Ja, es ist wieder sehr leckeres Zeug dabei. Bleibt unbedingt dran. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne unseren Kanal kostenlos abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Und heißt euch alle willkommen in unserer Vicky-Sarina-Fam. Oh, beginnen wir gleich mit dem, worauf mich am meisten freue. Und das habe ich ja schon viel zu lange nicht mehr getrunken. Bubble Tea! Wir haben diese ganzen Zutaten einfach mal bestellt. Die haben wir super easy bei Amazon gefunden. Und ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen, ob das so lecker wird wie aus dem Laden. Die wichtigsten Zutaten sind der Sirup, die Perlen und der dicke Strohhalm. Und Tee. Hallo, ist das korrekt? Grünen Tee mit 100 Grad Wasser? Also ich glaube, bei meiner Kaffeemaschine steht eine andere Temperatur. Vicky trinkt nicht mal Tee, aber sie glaubt, sie kennt sich damit aus. Was tust du? Also ich schalte jetzt meine Kaffeemaschine an, es kann sein, dass es komische Geräusche sind. Da kann man auf Teewasser klicken und dann steht hier grüner Tee, so viel Grad, schwarzer Tee, so viel Grad. Wir sind hier, um Bubble Tea zu machen. Ihr wisst schon, dieser super süße, leckere Tee mit diesen blubbrigen Bubbles, wo nochmal so ein Sirup drin ist. Und entweder diese Bubbles legt man auf die Zunge und dann drückt man gegen den Gaumen und dann platzt das. Oder man schießt die Bubbles durch den Strohhalm durch die Gegend. Das ist nicht korrekt. Wir machen erst den Tee und dann machen wir eine Verkostung von den Bubbles im Pur. Oh, können wir das jetzt machen? Nein, ich habe doch gerade gesehen, wir müssen erst den Tee machen. Ich bin so gespannt da drauf. So Leute, Heißwasser, Temperatur 80 Grad Grüntee, 90 Grad Schwarztee und 100 Grad Früchtetee. Und wieso soll die das wissen? Naja, das ist so, das ist so. Und hier steht 100 Grad grüner Tee, das ist eine Lüge oder da ist kein echter grüner Tee drin. Oh, ich sollte die vielleicht auch einschalten. Doch einstecken. Oh, das ist eine noch bessere Idee. Upsi. Das sind die Bubbles. Apfel und Erdbeere. Und Pfirsichsirup. Das wird eine wilde Kombi, glaube ich. Was willst du zuerst probieren? Das gleich. Schön. Da sind sie! Ding, 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 ding. Es ploppt im Mund. Es sind echte Bubbles. Das ist genauso wie wenn man Bubble Tea selbst kauft. Selbst kauft? Ich meine fremd oder so. Heute machen wir es selbst. Das wird auf jeden Fall wie echter Bubble Tea schmecken. Ich glaub's nicht. Ich lieb's. Mega. Jetzt noch Apfel. Sie sehen ein bisschen aus wie Algen. Ich kann mich nicht entscheiden. Die Apfel noch leckerer. Das verändert mein Leben gerade. Machen wir jetzt jeden Tag einen Bubble Tea? Oh hey, du musst jetzt deine Bestellung bei mir aufgeben, okay? Ich bin diese Bubble Tea Frau im Bubble Tea Laden. Hallo, ich mag Bubble Tea bitte. Peach. Grüntee mit Peach, Apfel und Erdbeerblob. Einmal alles bitte mischen. Sehr gut. Im Winter sind die Chancen meistens sehr gering, dass ich Eiswürfel habe. Das sieht schon grün aus. Ich glaube, das reicht. Und jetzt kommen die Bubbles. Ein Löffel rote Bubbles. Bubble Tea ist am Start. Cheers. Cheers. Es ist noch ein bisschen lauwarm. Hatte die erste Bubble. Ich hatte auch schon Bubble. Das schmeckt so gut. Ist das gerade dein Ernst? Hast du das gerade gegen mein Fenster gebabbelt? Du hast so einen Knall, du bekommst nie wieder Bubble Tea von mir. Wo ist die Bubble hin? Hallo? Hallo Bubble? Ich kann sie nicht mehr finden. Das schmeckt so gut. Ich esse nie wieder was anderes. Mhm. Hast du jetzt echt die Bubble verloren? An der Wand! Oh, das tut weh. Ich hasse dich, ich hasse dich. Jetzt ist ein roter Fleck an der Wand. Leute, macht das nicht! Das ist der Beweis. Ess die Bubbles, anstatt sie rumzuspucken. Ob sie eine grüne oder eine rote spuckt. Sieht beides doof aus. Bei dem nächsten bin ich mir einfach mal zu 99% sicher, dass ihr das auch schon auf TikTok gesehen habt. Jeder von euch. Außer ihr wart ein Jahr lang nicht mehr auf TikTok. Dann vielleicht nicht. Es geht um eine besondere Art, einen Wrap zu falten. Wir probieren es jetzt einfach mal aus.
Heute wird die Soße, das ist Taco-Soße aus dem Glas mit ein bisschen Senf und Ketchup. Eigenkreation. Und der wichtigste Akteur, die Teigblätter. Tortilla. Oder wie manche sagen, Tortilla. Tortilla. Hier ist eine Schere drauf und das hat meistens einen Grund. Ich hole mal eine. Und im Hintergrund brutzelt's. Man schneidet unten bis zur Mitte ein. Zack, kann man, glaube ich, in beliebiger Reihenfolge fortfahren. Ich finde Soße wichtig. Hier Feld Nummer 1 füllen wir mit Soße und Salat. Feld Nummer 2 füllen wir mit veganem Kebab. Man muss abschätzen, man darf nicht zu viel machen, auch nicht zu wenig. Drüber machen wir ein bisschen Erdnusscrunch. Feld Nummer 3, ganz wichtig, Mozzarella. Käse kann nicht zu viel sein. Frischkäse. Hey, das ist Cottage Cheese. Damit kann man auch nicht zu viel machen. Und Paprika. Wir fangen hier an. Einmal das erste Dreieck auf das Nachbarsdreieck. Dann beide Dreiecke auf das wieder Nachbarsdreieck. Und verschließen. Das funktioniert ja Bombe. Ich bin so begeistert. Und diese leckere Kombi kommt jetzt in den Toaster. Oder ins Waffeleisen. Viel Spaß. Wrap Nummer 2 ist am Start. Das funktioniert einfach so gut. Hallöchen. Komm raus, du bist heiß. Hot Wrap in the making. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Tada. Richtig yummy, Leute. Guten Appetit. Kennt ihr Pop-Tarts? Das sind diese Kuchen, die man in den Toaster machen kann. Wie so Täschchen. Da ist oben Zuckerguss und innen ist es lecker gefüllt. Macht man einfach in den Toaster. Das kommt aus Amerika. Wir machen die gesündere Variante davon zu Hause selbst. Die hoffentlich gleich lecker ist trotzdem. 300 Gramm Mehl brauchen wir erstmal für den Teig. Dazu kommen jetzt 70 Gramm Zucker. Und ein halber Teelöffel Backpulver. 180 Gramm kalter Butter in so kleinen Stücken. Wir sind bei 50. Jetzt sind wir bei 80. Ups, 107. Siehst du irgendwo diese Dinger? Sind die da oben? Links vielleicht. Ach nee. Ganz hinten, ich sehe sie. Im Haushalt passieren die meisten Unfälle, habe ich mal gehört. Meinst du, weil man so einen Knethaken auf den Kopf bekommt? Ich nehme auch nur einen. Jetzt verquäle ich noch ein Ei. Und das kommt auch noch da rein. Das ist die Basis und das wird jetzt geknetet mit nur einem Knethaken. Irgendwie funktioniert dieser Knethaken eh nie und am Ende macht man es dann doch mit den Fingern. Ich schwöre. Jetzt muss man zwei gleich große Stücke machen. Das ist nicht ganz gleich, aber ungefähr. Das ist gar kein Problem. Ich kann hier was davon essen. Das könnte man auch anders interpretieren. Schön. Es kommt jetzt in den Kühlschrank für eine halbe Stunde. Viel Spaß euch zwei. Sind das da Weintrauben? Willst du welche? Jetzt werden gleich Kekse gebacken. Pop-Tarts. Popo-Tarts, Popo-Tarts. Hallo ihr zwei. Das ist ja richtig hart geworden. Na, das nenne ich mal Profi-Ausstattung. Wir haben sogar einen richtigen Ausstecher. Für einen Pop-Tart braucht man immer zweimal Teig. Ein Deckel und ein Boden. Füll-Action. Wir haben uns die Kuhfüllungen ausgedacht. Wir machen auf jeden Fall etwas mit Schokocreme und Marshmallows. Irgendwas Fruchtiges, da haben wir Erdbeermarmelade. Sahne-Toffees, das wird dann so eine Karamellfüllung. Aber eigentlich darf jeder machen, was er will. Mir gehören die... Hä, wann wird eigentlich Nutella immer leer? Das Geheimnis ist, dass man nur in die Mitte darf. Von außen wird es dann zugeklebt. Und jetzt macht man das so mit einer Gabel zu. Upsi, wir haben schon einen Fehler gemacht. Einen ganz, ganz kleinen. Wir haben das Ei vergessen. Dieses Ei hätte eigentlich noch unter die Füllung auf den unteren Teig gehört. So in verquirlt, so ein bisschen draufstreichen, weil das wäre der Kleber, damit der obere Deckel drauf hält. Wir haben es gerade nur mit der Gabel zusammengedrückt. Hoffentlich hält es trotzdem. Das Ei mache ich wieder in den Kühlschrank. Sprechen wir darüber, dass Sarina die einfach viel zu dick gefüllt hat und die explodieren einfach. Sind das die Marshmallows? Hilfe! Oh nein! Voila! Dunkle und weiße Schokolade. Das hier sind deine drei. Und noch ein zweifarbiges.
Sorin, ich warte schon. Welche Füllung wünschst du? Nutella. Nutella Marshmallow Explosion. Von Vicky. Absolut nichts passiert. Kann Suri auch ein Pop-Tart? Das hier ist Karamell. Ding, ding, ding. Richtig gut. Krass. Aber schmeckt nicht wie die echten. Das stimmt. Wie so ein Keks mit Schokofüllung. Aber es ist richtig lecker. Ich sollte das ausprobieren. Wie findest du die Karamellfüllung? Gut. Daumen hoch. So sieht das Nutella Marshmallow Explosionsding übrigens von innen aus. Richtig gut. Und so sieht dieses Karamellding von innen aus. Schreibt, was ihr davon am leckersten fandet und was ihr jetzt auch ausprobieren werdet. Das wollen wir unbedingt wissen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.